Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Wir sind mit dem cuten Thomas inzwischen hier in Brass Castle angekommen. Die gute Cecile erlebt hier gerade ihren zweiten Frühling, weil sie als angehender Knight hier ihre ganzen Vorbilder gerade trifft. Sie ist gerade in heller Aufruhr, weil gerade Chris an uns vorbeigelaufen ist. Sie hat beim letzten Mal auch Leo schon angetroffen. Und ist voll in ihrem Groupie-Modus drin gewesen. Wir haben aber eigentlich nur die Aufgabe, jetzt Salome zu finden, um ihm einen Brief zu übergeben, in dem verkündet wird, dass Thomas der neue Master of Lake Castle wird. Genau, Master klingt jetzt so, als hätte ich das als Synonym verwendet, aber die sprechen hier alle vom Master. Ich weiß nicht, ob das jetzt einem Bürgermeister oder einem König oder einem Ältesten oder keine Ahnung, irgendwas gleichkommt. Auf jeden Fall soll er das neue Oberhaupt werden und wir wollen das formell einmal abgewickelt haben. Deswegen sind wir einmal hier. Aber die sprechen jetzt immer noch über Lady Chris. Da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Come to think of it, I think I've heard people call her the Silver Maiden. Sounds like quite the lady. Ach so, da hört es schon auf. Ja gut, das hätte ich beim letzten Mal dann auch einmal noch wegdrücken können. Aber ich wusste jetzt nicht, wie lange die hier noch über Chris sprechen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo wir. Ah ja, okay, Frage beantwortet. Wo wir ihn hier antreffen, wollte ich sagen. Could you help me? I'm looking for a man named Salome. Der steht vor dir. I am Salome. What do you need? My name's Thomas. I was recently appointed the new master of Budohook Castle. I have this, I've heard about you. I imagine you have a letter for the knights, correct? How do you know about me? I'll review every appointment order the council makes. The letter, please. Sure, it's right here. So ein netter Junge, ey, gefühlt nur umgeben von unfreundlichen Leuten. Gut, dass wir Cecile haben, die ist noch lieb. Thank you. You present letter to Knights. Da fehlt ein I, aber es ist okay. No, thank you. Is there anything else I must do? That is all. Who's your friend here? I am Cecile, Commander of the Castle Guards. Ey, immer wenn piepsige Mädchenstimmen kommen, kackt meine Stimme ab. Das ist nicht so gut für die restlichen Folgen heute. Also die ich gedenke aufzunehmen. Did you take up the position when the old commander passed away a few years ago? That man was my father. So, you're Commander Brown's daughter, eh? You can't just take his title. You have to be officially appointed. I don't see why, when my father. Er stellt sich schützend vor sie. Why can't I appoint her? I'm now recognized as the master of the castle. Don't I have that right? Stimmt eigentlich. Wer, wenn nicht er? Let me think. Normally you'd have to submit an application to the council and the knights. In extraordinary circumstances, the master of the castle may be allowed to make the appointment. Very well. I'll make all the arrangements on this end. Phew, that's a relief. I can keep my position then. You will be the official commander of the guards at Budohook Castle. You will receive an appointment letter eventually. Wie sie sich freut. Thank you. Well, everything seems to be in order. I must go now and deal with other matters. Understood. We are grateful for your assistance. Der war wirklich voll nett zu uns. Weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann gibt es mehrere Wege, sowas anzumelden. Und er hat uns jetzt gewähren lassen, das schnell und unkompliziert zu machen. Everything seems okay. Shall we go back, Cecile? Sounds good to me. Mega. Die sind schon zwei Cutie-Pies so. Ich mag die. Ich bin froh, dass wir sie haben, weil wie gesagt, alle anderen auch in der letzten Folge, vor allen Dingen hat man es gesehen, nicht so ganz freundlich zu ihm gewesen sind und ihm halt sehr skeptisch gegenüberstanden und das auch teils sehr, sehr harsch nach außen getragen haben. So. Gut, ich glaube, da müssen wir uns jetzt hier auch gar nicht viel länger aufhalten. Ich muss aber zugeben, dass der Reiz halt doch, ja, groß ist, jetzt hier nochmal ein bisschen leveln zu gehen, die Waffen ein bisschen zu verstärken. Aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es hier mit Thomas noch weitere Chapter geben wird.
Aber meine Vermutung ist, und sagt mir das bitte nicht, ich würde mich da wirklich gerne überraschen lassen, aber ich vermute, dass das einzige Chapter sein wird und wir mit unseren Hauptleuten aus den Haupthandlungen irgendwann mit ihm halt in Berührung kommen, weil wir dann Lake Castle erreichen und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns treffen und vielleicht auch zusammenschließen, dann eben schon wissen, wer er ist, dadurch, dass wir das jetzt hier alles machen. Und er unter anderen Umständen halt so ein Neuling für uns wäre und wir dann halt weniger Kenntnis über seinen Background und alles drum und dran hätten. Thomas? What is it? Sie bedankt sich jetzt. Thomas, I owe you so much. I promise you won't be sorry. I'll defend the castle with my life. Trust me. Oh, no problem. Don't worry about it. Now that I've been appointed by you, I'm the rear commander of the guards, right? I promise you have my best. Okay, thanks. Shall we go now? Voll abgewürgt. Yes, sir. Wie sie sich freut. Aber sie kann das doch auch langfristig nicht alleine stemmen. Also auch sie muss mal schlafen, auch sie wird mal krank, auch sie braucht vielleicht mal einen freien Tag oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das langfristig ausreichen wird. Ey, der Reiz wäre echt groß, jetzt auch durch Sexton Forest einmal durchzulaufen, aber ich mache das jetzt nicht. Ich glaube, die Gegner sind auch zu stark. Es gibt halt so viel Optionales hier in jedem, ich sag mal, in jedem Kapitel, in fast jedem Kapitel. Und der Reiz ist halt extrem groß, das auch mal auszuprobieren. Andererseits, wenn ich dann da bin, was mache ich denn dann in der Stadt? Ey, warum sind denn jetzt hier auf einmal mehrere Gegner? Was soll das? Komplett hochgeheilt bin ich auch nicht. Na gut. Best Effort. Gehen wir mal auf... Also ich hoffe, dass die Killer Bee der krasseste Gegner ist. Ich wette, die werden das eh nicht auf den anwenden, weil da vorne noch jemand steht, oder? Doch, diesmal gehen die da hin. Ich verstehe das manchmal nicht. Ein paar Folgen zuvor habe ich mich noch so aufgeregt, weil ich auch jemanden in der hinteren Reihe angreifen wollte. Ah, guck mal, die gehen jetzt alle auf den los. Ist also wirklich von Gegner zu Gegner unterschiedlich, oder was? Ich schick das alles nicht mehr, aber hier machen wir jetzt Autokampf, bitte. Die müssen ja alle One-Hit sein. Ab und zu weicht er wenigstens aus. Okay. So. Der schafft auch einen im Alleingang. Vielleicht hätte er es nicht geschafft, wenn ich ihm das Upgrade nicht gegeben hätte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und die droppen sogar... Oh, Medizin! Wow, hier werden wir mit Medizin zugeschmissen. Finde ich gut. Kann auf jeden Fall nur helfen. Die Aufstellung behalte ich auf jeden Fall bei, weil wenn die Bienen jetzt wieder kommen im Zweier- oder Dreiergespann, ist das, glaube ich, nach wie vor meine einzige Überlebenschance. Wir haben bei Thomas ja jetzt an der Abwehr nichts weiter verbessert. Der ist jetzt nur in Sachen Angriff ein bisschen stärker. Aber vielleicht machen die Level-Ups ja auch ein bisschen was. Ich verstehe jetzt nicht, warum die ganze Zeit diese Gegner kommen. Aber basierend auf dem letzten Kampf habe ich das Gefühl, dass sie mehr Erfahrungspunkte da lassen. Kann das sein? Oder ergibt das keinen Sinn? Aber vielleicht lag es auch an einer Gegnermenge. Weil das beim letzten Mal ja Viere waren. Vielleicht läppert sich das einfach. So, dann mach den mal platt. Dann gucken wir. Es ist so demotivierend, jetzt zurückzukehren, weil wir am Zielort... Obwohl, doch, wir können unsere Punkte... Doch, Moment, wir können unsere Skillpunkte da einlösen. Nur einen Schmied haben wir da nicht. Bei Juan. Oder wie der hieß. Der Typ, der da am Boden gechillt hat. Wenn er seinen Dienst wieder aufnimmt, dann wird er uns da vielleicht helfen können. Und das eine oder andere noch upgraden können. Das wäre schön. Also zumindest bei Cecile müsste da jetzt was möglich sein. Ich glaube, ab 60 ging das los. Der gute Thomas, der braucht noch ein paar Pünktchen. Aber vielleicht kriegt er die auch zusammen, bis wir da sind. Wobei, ich glaube, danach kommt noch ein Screen und dann war's das. Oder sind wir dann schon auf der Weltkarte? Ich weiß nicht. So, diese Kämpfe hier sind mir eigentlich am liebsten, auch wenn die am längsten dauern, aber das ist egal. So, wir gehen einmal auf das Bienchen hier los. Auf das Killerbienchen, pardon. Und der Rest sollte dann auch kein Thema sein. Wie auch einfach
alles egal ist, was wir jetzt so an Schaden fressen, solange wir nicht sterben, weil die einfach Heilsachen auch droppen. Gut, diesmal haben wir keine Medicine bekommen, aber trotzdem. Boah, ich glaube, so können wir hier auf jeden Fall bis zum Ende durch. Voll gut. Ey, immer wenn ich anfange, mich mit meiner Gruppe wohlzufühlen und Dinge nach vorne zu bringen und die Ärmel hochkrempeln will, immer genau dann kommt der Kapitelwechsel. Das ist oft so ein Indikator. Aber irgendwie habe ich Bock, diesen Ort hier aufzuhübschen und voranzubringen. We're back, Budehook Castle, home sweet home. Commander of the Guards is here reporting for duty, sir. Going back to gatekeep? I mean, castle guarding so soon? Yes, I am. I don't have your energy, I'm afraid. I'm going to my room to rest my weary bones. Ah, wird schon. Jeden Tag einmal so eine Tour und du bist in 0, nichts fit, Thomas. Das kriegen wir schon hin, wobei er ja andere Aufgaben hat. Seine Aufgabe ist ja nicht, auf dem Schlachtfeld zu dienen. Making the rounds, Thomas? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich wollte er sich nur schlafen legen. Ach, jetzt habe ich sie aber nicht mehr mit dabei und jetzt kann ich auch kein... ich wollte doch die Upgrades machen. Mit ihm alleine ist das ja irgendwie auch nicht das Gleiche. Na gut, wir gehen uns mal hinlegen. Wenn das denn jetzt wirklich die nächste Aufgabe ist, aber dann kann ich mich mal mit meinem neuen Heim hier ein bisschen vertraut machen. Mich interessiert dennoch, wir haben jetzt ein bisschen was am Background schon erfahren, links und rechts, aber ich finde nicht so tiefgreifend, was ihn angeht. Ich will immer noch wissen, warum er jetzt hier ist und was so seine Beweggründe sind. Also, dass er die ganze Zeit hin und her geschubst wird von anderen, das haben wir schon mitbekommen, aber was will er, wer ist er? Huh? Isn't he here? Mr. Sebastian? Mr. Sebastian, where are you? Where could he have gone? Oh well, I guess I just go and get some rest. I believe my room was this way. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Ist er ausgebüxt? Vielleicht hat er die Schnauze voll. Vielleicht wurde er entführt. Vielleicht hat er mit Eike gemeinsame Sachen gemacht. Ich weiß nicht, solange Eike hier irgendwie noch Teil unseres Teams ist, in Anführungsstrichen, am Beat, habe ich irgendwie ein mulmiges Bauchgefühl. Does this mean I'm the true master of the castle now? I hope all is as it should be. Naja, du warst gerade mal Tag 1 hinter dir. Also du stehst ja noch komplett am Anfang. Wow, I didn't see Mr. Sebastian this morning either. Oh, was kann das nur bedeuten? Okay, warte mal. Ich glaube, unser creepy, in Anführungsstrichen, Freund war doch hier in der gleichen Etage. Hier war der andere Raum. Stand der hier? Nee, das war nicht das Zimmer. Ich suche das Zimmer, wo wir ihn... diesen Märzverschnitt hier angetroffen haben. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Warte mal. Es ist vielleicht noch ein, zwei, drei Male wichtig, dass ich alle Räume hier einmal abklappere, um mir so ein bisschen zu merken, wo was war. Hier stand er. Ja, da ist er. Books should be read on one's own. Hä? What would you like to read? Was ist das denn jetzt? Hunan, das ist doch kein, ich habe zuerst die Unit War gelesen. Soll das für Unified stehen, die Abkürzung? Win the Lottery, Trader's Handbook. Trader's Handbook. Every good trader gathers information. At every place you visit, check the prices of goods. When you notice price differences, buy where an item is cheap and sell where it is expensive. Shops need time to replenish supplies you've bought. Use that time to visit other trade shops. Sell what you have, then buy goods said to be desired elsewhere. One famous trader bought salt in Calaria and sold it for triple the price in Vinay de Zexay. Deer antlers were cheap there. He took several back to Calaria and made a fortune. If only his pet dragon hadn't eaten it all. Okay. Your ability to carry items is limited. Store your purchases at the warehouse if you can sell them right away. Keep your ear to the wall and the wind. You never know when a story you hear will point the way to a hefty profit. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken und vielleicht auch notieren, wenn wir quer über alle Städte eine
Teleportmöglichkeit oder sowas haben, weil aktuell ist das ja auf die einzelnen Handlungsstränge versprenkelt. Also ich kann ja jetzt diese Info nicht gleich in die Praxis umsetzen. Wisst ihr, was ich meine? Mir sind da gerade noch so ein bisschen die Hände gebunden, mobilitätsseitig. In 460 Solar Calendar, an alliance of cities known as the city-state of Jostin, broke a ceasefire agreement without warning and annihilated the Highland Youth Army. In response, Prince Luca... Moment, dass ich ja auf Luca Blight stoße, den Antagonisten aus Suikoden 2, one of the most hated people, videogame people in my life, ich kann es, weiß nicht, irgendwie kann ich es gerade nicht auf Deutsch, das, ich muss nochmal lesen. In 460, Solar Calendar, an alliance of cities known as the city-state of Jostin, broke a ceasefire agreement without warning and annihilated the Highland Youth Army. In response, Prince Luca Blight of Highland invaded Toto and Ryube villages, spawning the Dunan Unification War. Jostin leaders sought more cooperation among cities, but were denied, even as Highland killed Major Annabelle and captured her city. Muse, the most important of the Jostin cities, South Window City fell next. Total Highland victory was certain until the remnants of the state army joined with mercenaries at North Window Castle to organize a new resistance movement against Prince Blight. These new allied forces were led by the son of the hero Genkaku, who had saved Jostin in the past. The new allied forces endured Highland attacks and succeeded in rescuing Greenhill City Major Teresa Weismail. After Matilda Knightdom dismissed a request for military help, half of its knights defected to join the new allied forces. With their numbers augmented, they launched a challenge against Highland, which was now completely controlled by Luca Blight as emperor due to the sudden death of his father, Agares. Despite Highland's numerical superiority, its army was unable to deliver a decisive blow against the allies led by Shu, a clever tactician. Emperor Blight chose to sneak attack the heart of the allied forces. The plan was discovered in advance, however, and the allied forces waited patiently for Blight's ambush. Under a full moon, the slaughter was reversed, with the attackers not even realizing they'd been surrounded. Emperor Luca's death passed the throne to Princess Jillia's husband of 17 years, Joey Blight. Oh mein Gott, das ist alles Suikoden 2. Inspired by the ambush, the Allied forces liberated Tinto City and Greenhill City. They went on to capture the Matilda Knightdom's stronghold, Rock Axe Castle, and then turned their attention to the Highland Imperial capital, Le Renouil. Nearly everyone defending the capital died. Emperor Joey Blight was last seen during the torching of the city. The Highland Kingdom was no more and the Royal Blight family legacy came to an end. Krass. Ob es das ja auch noch zu Suikoden 1 gibt? Vielleicht das nächste Buch. Nee, das ist nur Win the Lottery. Okay, also ich muss sagen, ich habe wirklich nur noch sehr fragmentierte Erinnerungen an den zweiten Teil, weil das schon sehr viele Jahre her ist und ich mir prinzipiell Sachen eher nicht so gut merken kann, die ich im Rahmen eines Let's Plays aufnehme. Wenn ich es privat spiele, klappt das in der Regel immer ein bisschen besser. Aber bei Luca Blight ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Win the lottery. If you want to get filthy rich, the lottery is your ticket. Here's all you need to know. Question 1 soll das wahrscheinlich heißen. How can I buy tickets? Go to a lottery sales outlet. One ticket costs 100 pots. You can buy up to 10 tickets for a drawing, but only during the sales period. When the sales period stops, the drawing and payout period starts. That's when you should check your numbers and collect any winnings. How much can I win? The typical range is 500,000 for first prize to 3,000 for fourth prize. Complimentary and grand prizes also exist. Aha, complimentary prizes differ by seller. The tricky part is cashing in your winners. That can only be done where
You bought them. Remember that. And for that matter, remember winning tickets can only be confirmed within 3 lottery draws after the one it was purchased for. Any later than that, your ticket is void. But once you've identified a ticket as a winner, you're free to carry it around until it burns a hole in your armor. The rest is up to you. Do you know the saying, players win, watchers lose? Well, it's true. May you have the last dance with Lady Luck. Okay, ja. Ist für mich jetzt in der Theorie vielleicht ganz interessant zu wissen und einmal gehört zu haben, aber in der Praxis eben nicht so hilfreich, weil wir verdienen unser Geld, indem wir kämpfen. Das ist der Plan. Gut, aber jetzt hat er hier auf jeden Fall auch einen Zweck. Er sammelt nämlich scheinbar unsere Literatur ein und ermöglicht es uns, da mal reinzuschmökern und zu gucken, was wir so gefunden haben. Aber sind das jetzt diese Scripts, die ich im Laufe des Spiels mal gefunden habe? Ich glaube, das war primär im Hugo-Strang. Oder woher kommen diese Bücher jetzt? Oder fühlt sich das automatisch auf und das hat gar nichts mit irgendwelchen Fundstücken zu tun? Ich weiß es nicht. So, Leute, ich habe jetzt aber ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich als nächstes hin soll. Wurde uns das zuletzt gesagt? Habe ich es jetzt wieder ausgeblendet? Hä? I don't know. Auf jeden Fall ist Mr. Sebastian verschwunden. War unsere Aufgabe jetzt, ihn zu finden? War ich in diesem Raum hier schon mal drin? Der war doch... Nee, doch, wir waren ja schon mal drin. Oder? Ja, doch, das war... Doch, stimmt. Ich bin hier mal lang gelaufen und habe zwecks Orientierung hier den ein oder anderen Umweg in Kauf genommen. Sebastian! Where are you? Wir wollen weiterspielen. Oder habe ich jetzt irgendwie noch eine andere Aufgabe zwischenzeitlich bekommen? Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt von dieser Bücherleserei irgendwie ein bisschen ablenken lassen. Warte mal, nee, in dem Raum kommen wir wieder über die dicke Doppeltür raus. Das kennen wir schon. So, jetzt bin ich aber in der Castle. Im Castle überall gewesen, oder? Außer hier unten. Aber was sollte der im Gefängnis? Oh, nee, sowas mag ich ja nicht in keinem Spiel. Dieses einfach nicht wissen, wo man als nächstes hin muss. Aber daran werde ich mich hier wohl gewöhnen müssen, weil es wie so oft bei älteren Spielen halt Usus ist, dass man ein bisschen suchen muss. Vielleicht ist der Sebastian auf dem Schiff. Das halte ich gar nicht für so abwegig. Ich kann mir zwar nicht erklären, warum, aber ich finde, der Ort, der ist so auffällig. Ich dachte gerade, hier stünde noch jemand, aber nichts da. Aber es ist wahrscheinlich auch zu kompliziert, also den jetzt hier irgendwo finden zu müssen. Ich wette, der wird einfach irgendwo beim Eingang, irgendwo bei Cecile oder so stehen. Aber ich gucke jetzt trotzdem, wenn wir schon mal hier sind. Ich muss ja jetzt auch nicht in jedes Hinterzimmer. Ich hoffe, so gemein haben sie den jetzt auch nicht versteckt. Vielleicht wurde der auch entführt oder so. Vielleicht ist er auch einfach auf dem Klo eingeschlafen. Und jeder vermutet ihn an den dollsten Orten. Dabei chillt er irgendwie seine Basis, und genießt gerade sein gemütlichstes Nickerchen. So, okay, warte, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich will jetzt mal den Dorfeingang wieder absuchen und gucken, ob da irgendwas passiert. Wie komme ich runter? Hier komme ich runter. Wobei, ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Ich bin jetzt aus dem Gefängnis raus, ob der vielleicht vor der Villa irgendwo steht. Ah, ja, okay, cool. Gut, dass ich hier nochmal ums Eck gegangen bin. Are you listening to me? I'd like to speak to the master. Oh, jetzt geht's schon los. Oh, yes, of course, right away. Ah, Thomas, excellent. What's going on, Mr. Sebastian? Yes, well, apparently this woman's child has been missing since last night. Even I have joined the search. But he's nowhere to be found. Are you the master of the castle? Ja, Tag 2. Im Dienst. Yes, I'm Thomas, the master of this castle. Pleased to meet you. Thomas, is it? Right, nice to meet you. Anyway, my child has been gone since last night. I thought perhaps he had come to the castle since he so enjoys playing here.
But I've looked all over the grounds without success. Oh nein, bitte jetzt keine Suchaufgabe im Schloss. Da bin ich doch gerade schon einmal komplett durchgelatscht. Please, Master, I would be so grateful if you could use your soldiers to find my son, to find Thomas. Ach, der ist auch Thomas? His name is Thomas too. I'd love to help, but we don't really have any soldiers. Hm, das stimmt. Musst du dich wohl selber auf die Suche machen. Ah, oder wir schicken die Leute, die da sind. So we'll all have to do our part to help look for him. Can I count on everyone here? There are all kinds of places around here that need to be repaired, so he might have fallen in somewhere. Right, of course, I know that, but the money... The money? It's true, the way things are at this castle, I'm making no money at all. Someone really ought to do something about it. Ho, 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 ho! Was freut der sich denn so? Can we talk about that later? First, let's see if we can find Thomas. We'll find him. I'll stake my title and reputation on it. Ho, ho, ho! It's not like I've got customers coming. I might as well go along. I'll ask around. Maybe one of my friends has heard something. Aber hier wohnen doch nur so wenige. And I'll try the village nearby for more clues. I have a question. What is it? Haven't we already found you? Huh? Oh, I meant... Hä? Haven't we already found you? Den habe ich gerade nicht verstanden. Worauf bezog sich das? Vielleicht analog zu dem, was seine Vorgänger gesagt haben, ich weiß es nicht. Anyway, let's start by looking inside the castle. Yes, there are plenty of nooks and crannies to go around. Oh, ich habe so keinen Bock, jetzt da jemanden zu suchen. Piccolo has joined. Ich hoffe, der ist wenigstens offensichtlich und nicht, dass irgendwie hinter irgendeiner ollen Kiste so zwei Pixel rausragen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe eine Vermutung. Wisst ihr, was mein erster Impuls war? Diese zwei Lagerräume unten im Gefängnis. Weil da waren so viele komische Ecken, wo man sich super drin verstecken kann. Piccolo has joined. Das erste Mal, dass wir jetzt hier zu dritt sind, seit wir... diesen Thomas-Strang spielen. So, aber mehr Leute kriege ich jetzt hier nicht rein. Na gut. Dann lass uns mal aufbrechen. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie mit Gegnern zu tun haben, oder? Weil eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass er jetzt Teil unserer Gruppe ist, da wir ja nicht kämpfen und es eigentlich tausendmal sinnvoller wäre, sich zu verteilen. Wisst ihr, was ich meine? Schon irgendwie alles ein bisschen komisch. So, dann lass uns mal gucken. Ich fange jetzt einmal mit dem Gefängnis an. Es wäre ganz cool, wenn wir den heute finden. Ich habe nämlich keine Lust, zwei Parts für diese Suchaktion aufzubringen. Sollte ich jetzt das Schiff nochmal inspizieren? Ey, wenn wir schon mal hier sind, sollten wir das tun. Ach nee, das hier ist ja gar nicht das Schiff. Das war ja nebenan, dieser Durchgang. Stimmt, hier ist der erste Lagerraum, den ich meinte. Ich drücke jetzt die ganze Zeit wie verrückt X. Also sollte ich den heute nicht finden und ihr seht hier irgendwas, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Andererseits werde ich, glaube ich, mit der Vorproduktion schon so weit sein, dass das wahrscheinlich das Ganze hier nicht mehr beschleunigen, voranbringen wird. Hier eventuell... You know, there's something I've been meaning to ask. What's with that ship? Das ist auch schon mal ein guter Indikator jetzt. Oh, that. A storm sent it crashing in here one day. You could hear it being wrecked miles away. Jetzt kommt der Alte noch dazu. Ja, dann wird der Boy sich hier auch versteckt haben, schätze ich. The captain and crew ran away. No idea who owned it. It was probably used for smuggling. But we can't leave it like that. Well, it's seriously damaged. Can't sail it anymore, if that's what you were thinking. Why not leave it as a landmark? No other castle has anything remotely like it. I should think not. Aber reparieren wäre doch eine Option, wie einfach keiner diesen Gedanken gerade aufgegriffen hat. Na gut,
Gehen wir mal. Ich bin mir sicher, dass der Boy hier irgendwo ist, weil sich auch der alte Mann gerade zu Wort gemeldet hat. Und der wird wahrscheinlich nur für ein... Diese Vase ist auch sehr auffällig, oder? Und der Alte, der wird wahrscheinlich auch nur für einen kurzen Zeitraum bei uns sein. Deswegen würde das zusammenpassen, wenn man hier jetzt die Info zum Schiff kriegt, weil hier auch der Fundort ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen motivierter als vorher. Ich überlege auch gerade, ob wir hier irgendwas auf dem Schiff gesehen haben, was sich so als gutes Versteck eignen würde. Diese Räume hier waren, glaube ich, alle relativ wenig geeignet. Aber vielleicht auf dem Deck hinter dieser Säule, die da nach oben führt, zu diesem Aussichtspunkt. Wobei hier bin ich, glaube ich, noch nie lang gelaufen, oder? Doch, beim allerersten Besuch. Aber was ist das denn für eine Tür? Da kommen wir eh nicht durch, okay. Das ist nämlich das, was ich meine. Hier liegt so viel Zeugs. Und nicht, dass es so gemein gelöst ist, dass du genau in dem richtigen Futzelwinkel stehen musst und X drücken musst, um den dann zu finden. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen jetzt einfach mal nach oben und gucken. Ich wette, der ist gar nicht... Ich wette, der hat sich nicht versteckt oder so. Der wird hier einfach irgendwie chillen und wird eine Faszination für... Vielleicht für Schiffe haben oder will mal Pirat werden oder so. Keine Ahnung. Und hat sich da einfach nur ein bisschen Abenteuerlust gegönnt zulasten seiner sich sorgenden Mutter. So wird das vermutlich ausgehen. Wobei, so viele Optionen haben wir jetzt hier nicht mehr. Hier war, glaube ich, noch eine Tür offen. Ne, wobei, die waren beide verschlossen. Auf der linken Seite muss ich gleich nochmal gucken. Ich dachte gerade, ich hätte da jemanden gespottet. Aber das war schon wieder halluzinierendes Wunschdenken. Oh, schade. Ist meine Theorie jetzt doch nicht richtig? Diese Treppe hier, ne? Die ist immer sehr abenteuerlich, wieder abzusteigen. Nee, hier kann man auch nicht mehr rein. Was? Der ist ernsthaft nicht hier? Oh Mann, ich finde, es hat voll viel dafür gesprochen. Ich habe mir in meinem Kopf schon richtig ausgemalt, in welcher Situation wir ihn hier vorfinden. Aber scheinbar machst du hier nichts. Hier ist ja... Nee, hier kommst du nicht rein. Okay, dann war das wohl falscher Alarm. Aber die Info hätten wir zum Schiff wahrscheinlich trotzdem nicht bekommen, wenn ich jetzt nicht zu dem Zeitpunkt mit dem alten Mann im Schlepptau hier lang gelaufen wäre. Vielleicht kommentiert er auch noch andere Sachen. So, warte mal, nach unten müssten wir auch noch. Ich bin jetzt... Genau, hier oben aber mit allem durch soweit. Genau, inklusive Schiff. Das heißt, lass uns hier mal unten weitermachen. Noch ist meine Theorie ja nicht abgefrühstückt. Wir haben ja hier noch einen weiteren Lagerraum. Das müsste der hier sein. Vielleicht waren es am Ende sogar drei. Aber kein Plan. Es muss ja auch, egal wo wir den finden, es muss ja auch einen Grund geben, warum wir ihn dort finden. Und hier gibt es eigentlich wenig Erklärungsansätze, außer dass er sich vielleicht an den Vorräten zu schaffen macht, weil es hier, keine Ahnung, lecker Zucker gibt oder so. Kein Plan, aber da war von ihm weit und breit keine Spur. Hier ist immer noch zu... Ach, das ist der Aufzug. Das wird mir jetzt erst klar. Ich habe die Knöpfe daneben beim letzten Mal gar nicht so gesehen. Hier vielleicht in irgendeiner Zelle. Vielleicht wollte er mal Krimineller spielen oder so. Okay, beim nächsten Räusperer mache ich einen Cut und trinke nochmal einen Schluck, aber... Ich bin ein sehr cutfauler Mensch. Hier vielleicht diese Sackgasse. Nö. Aber muss der wirklich irgendwo im Schloss sein? Ich meine, ich habe da auch noch nicht alle Ecken durch. Aber die Mutter hatte ja vermutet, dass er definitiv im Schloss ist, ne? Ich glaube, der Arbeitsauftrag beschränkte sich ja auch auf diesen Bereich. Stehen die hier draußen noch? Nee. Keine Ahnung, wo die abgedampft sind. Die Mutter hat wahrscheinlich ihren Auftrag abgesondert und hat sich jetzt schlafen gelegt und lässt uns jetzt die Arbeit machen, anstatt hier mit anzupacken. Vielleicht ist er hier, um heimlich irgendwie Bier zu trinken oder sich am Alkohol zu schaffen zu machen. Die Tür ist nach wie vor zu. Nee, das ist scheinbar auch nicht die Erklärung. Okay, wie viele Räume haben wir jetzt eigentlich noch? Vielleicht ist er auch hier in irgendeinem... nicht Besprechungsraum, in irgendeinem Chefraum und will sich einfach mal,
wie so ein Präsident fühlen oder so. Ich versuche gerade auch immer irgendwie eine Erklärung zu finden, warum, wieso, weshalb er sich hier aufhalten sollte. Also an ein simples Versteckspiel glaube ich irgendwie nicht mehr. Hä? Was war das denn jetzt? Da wollte ich hin, genau. So, auf der Seite war nichts weiter. Im Gefängnis sind wir gewesen. Was hatten wir hier nochmal? Ach, das war dieser komische Raum. Den finde ich auch ein bisschen auffällig. Hier hat man nicht mal die Stühle aufgestellt. Also, achso, nee, hier liegt gar kein Stuhl am Boden. Das habe ich gerade aus dem Augenwinkel falsch gesehen, pardon. Ich dachte gerade, da wäre ein umgekippter Stuhl auf dem Tisch, aber ist es nicht? Ey, Moment. Ich habe gerade... Kann es sein, dass das einfach Tinte... Das ist einfach Tinte. Das ist so ein Tintenbehälter mit einer Feder drin oder mit einem Füllfederhalter. Ich habe darin was ganz anderes gesehen. Ich habe so einen richtigen Knick in der Optik gehabt. Ich habe so gesehen, da so ein Holzstab, der quasi längs auf dem Tisch liegt, zur Kiste hin. Aber das ist eine Feder, die sich nach oben erstreckt. Wisst ihr, ich hatte... Ja, jetzt... Ich glaube, jetzt habe ich dieses Mysterium für mich entziffert. Und das noch bevor der Part online ging. Ihr habt es mir vielleicht... Oh. Schon aufgeschlüsselt. What's behind this door? Ah. Apparently, they call this an elevator. Elevator? What's that? In the old days, a great inventor from the south named Adlai, lese ich das richtig? Installed it. It's like a room that moves up and down. It's an easy way to get up to the second floor. After a while, it stopped working. When I was a kid, I'd ride in it for hours. Too bad it's broken. This place has seen better days. True, but it still has a certain charm and good memories. I didn't say I hated it, you know. Okay, oh schade. Ich dachte, wir hätten jetzt das Versteck irgendwie gefunden. Aber vielleicht muss ich auch diese einzelnen Punkte, die die Leute hier kommentieren, auch alle aufdecken und dann passiert irgendwie was. Oder die signieren dann im Anschluss, welcher von diesen kommentierten Bereichen der sein könnte, wo man genauer gucken muss. Und dann finden wir den Jungen. Wir hatten nämlich die kaputte Tür, das Schiff. Also kaputte Tür, eigentlich ist es ja der Aufzug. So, seit wir den Jungen suchen mussten, waren wir hier auf der Etage noch nicht, wollte ich gerade fragen, aber da ist die Antwort. That reminds me, who was that man in the library? Could the boy be with him somewhere? I went to tell both Eike and Juan that you were calling, but I couldn't find them anywhere. That's no surprise when it comes to Juan, mind you. Let's hope they're not missing too. Vielleicht haben die einen Ausflug zusammen gemacht. Ho, 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 ho! Also, ich weiß nicht. An dem ist auch ein guter Weihnachtsmann verloren gegangen, oder? Oder ein Santa Claus. Aber stimmt, das war immer das Zimmer, wo wir Eike getroffen haben. Und in der Juan-Ecke sind wir auch noch nicht gewesen. Das heißt, wenn ich mit dem Schloss durch bin, dann wäre das vielleicht noch der nächste Indikator. Vielleicht hat sich jetzt auch offiziell damit der Suchradius ein bisschen... erweitert. Muss es ja eigentlich, weil Juan war ja vorher nie hier im Schloss. Oh, hier hätte ich jetzt auch irgendwie fast vermutet, dass sie irgendwas kommentieren, aber ich glaube, Gallery ist noch Zukunftsmusik. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis der Raum Relevanz für uns haben wird. Hier ist auch nichts weiter. Das Gute ist, um solche Szenen zu triggern, musst du halt jetzt nicht irgendwie ganz nah an irgendeine bestimmte Ecke gehen. Oh, hi. Work just seems to pile up on me. I need a break. Ja, wir sollten, wenn wir hier irgendwie die ersten Sachen auf Vordermann gebracht haben und auch ein bisschen was in unsere Dorfkasse gespült wurde, vielleicht auch mal Personal ein bisschen aufstocken. Hier können wir resten und saven. Rest brauche ich aber nicht, aber speichern wäre vielleicht nicht verkehrt. Das habe ich nämlich schon Ewigkeiten jetzt nicht mehr gemacht. So, also mein Bauchgefühl sagt mir... dass wir jetzt hier in dem Bereich
nichts mehr finden werden. Ich glaube, wir sind jetzt auch überall gewesen. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir an dem Juan-Spot einfach vorbeischauen. Ich kann ja auf halber Wegstrecke auch noch gucken, ob hier irgendwas passiert in Brunnennähe oder so. Vielleicht hat der Dude, der hier rumläuft, irgendwas gesehen. Nee, der sagt immer noch das Gleiche. Okay. Dann ab nach Westen, beziehungsweise so ein bisschen Südwesten. Und gucken, was wir hier vorfinden. Ach, der chillt hier noch. Aber er scheint irgendwas beizutragen zu haben. Hey, Juan, there you are. Where'd you go? Thomas summoned everyone, but I couldn't find you or Eike. What's everybody so uptight about? I was just out training, that's all. By training, you mean you went for a walk. Come on, a boy from the village of Nor has gone missing and we're forming a search party. Are you with us, Juan? Oh, it's probably nothing. It's not unusual for a child to disappear from home for 2 or 3 days. I was like that once. He's probably nothing like you. Did you say the village of Nor? Was it a kid named Thomas who disappeared? Huh? Do you know anything about it? Yeah, in a way. You could probably find him at High Two Mountain. Ooh, endlich wieder kämpfen. Huh? How do you know that? Oh, I was taking an afternoon nap at Nor Village and this Thomas kid came around. I told him how I once slew a tiger at High Two Mountain. Was? Und das ist der Grund, warum er da hingegangen ist und trotzdem bist du so entspannt und machst dir keine Sorgen? Also gerade wegen der Story müsste man sich ja doppelt und dreifach eigentlich sorgen. All of a sudden he got really excited and ran off. I thought he left because it was lunchtime. Oh my, we'd better leave right away. I guess I'm partly responsible for this, so I'll go along with you this one time, just this time. Dankeschön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Let's get going now. Ich brauche unbedingt einen Blacksmith hier. Juan has joined. So, behalte ich jetzt diese Anordnung bei. Juan hat auf jeden Fall mehr HP als Piccolo. Die haben aber beide auch generell mehr als Cecile und Thomas. Vielleicht sollte ich jeweils einen von denen vor die beiden stellen. Wisst ihr, was ich meine? Dass, nee, warte mal, ich würde gerne, dass Juan vor Thomas steht. Genau. So? Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir gucken. Wir werden es anhand der ersten Kämpfe sicherlich schon bald rausfinden. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Weltkarte treten, haben wir dann einen neuen Punkt, den wir auswählen können, oder wie? Now, now, have you made all your preparations? Leave the castle to me. You go on. All right, I'm counting on you. Don't you worry, I'll clean your room for you. Thank you. Ich glaube, das ist jetzt alles andere als seine größte Sorge und wird auch nie seine größte Sorge sein. Now let's get going. Let's just find him and get back here. Voll der Hardcore-Chiller, der Typ. Right, let's go. Wie hieß dieser Berg nochmal? Ich meine, den können wir ja eh gleich ablesen, aber... Oder es gibt jetzt ein Kapitelende, weil ich jetzt schon wieder in so einer Aufbruchsstimmung bin. Nee, wir dürfen noch weitermachen. So, das ist schon mal gut. Okay, ich könnte aber theoretisch auch jederzeit wieder nach Brass Castle zurück, wenn ich unsere Waffen oder sowas irgendwie aufleveln will, ne? Ich wollte jetzt nochmal kurz die Statuswerte einmal abchecken, beziehungsweise gucken, was die so haben. Oha, der hat auf jeden Fall Lightning, der kann ein paar Blitze auf die Gegner schmeißen, das ist schon mal gut. Und der hat auch voll viele Skillpunkte. Und die kann ich aber jetzt nicht einlösen, weil Juan, unser Trainer, quasi Teil unserer Gruppe ist. Das ist ja auch blöde. So, aber ich wollte eigentlich... Der hat nur eine Defensive von 4. Das ist ja gar nichts. 4 und 5. Okay, warte mal. Die besten Defensivleute sind Cecile und Juan. Okay, nee, da muss ich die Formation nochmal umstellen. Dann müsste Cecile einmal den Piccolo schützen und mit Juan, das können wir eigentlich so stehen lassen.
Also Piccolo ist auf jeden Fall freiwillig. Wenn der einmal getroffen wird, ich weiß nicht. Ich glaube, der kippt direkt um, wenn das passiert. Habe ich hier sonst noch irgendwas, wo ich meine Leute verbessern kann? Eigentlich nicht. Ich könnte allerhöchstens denen noch, warte mal, Medicine zuweisen. Wenn die sowas nicht haben. Sie hat zum Beispiel ein bisschen was an Heilzeugs. Ja, bei ihm sind die Slots. Es hat einen Grund, dass er dieses Sacrificial Jizo, dass er das Ding drin hat. Das nehme ich ihm jetzt aber mal weg. Das ist hier, glaube ich, in der Phase auch zu wertvoll. Das anequippen wir jetzt mal. Ich muss ihn anderweitig stärken. Das werden wir schon irgendwie gedeichselt kriegen. Er kriegt jetzt die Lunchbox-Überreste von Dings hier einmal in sein Inventar. Und Medicine D. Warte, ich wollte noch bei den anderen gucken. Er hat auch nichts. Das müssen wir ändern. Und Thomas hat Medicine D. Okay, dann lassen wir das einmal auch Juan zukommen. Dann hat er was in diesem Slot. Und mit der Citrus, soak in the bath with this and see what happens. Na gut, ein Bath haben wir noch nicht, aber kommt Zeit, kommt Rat. Wenn es soweit ist, können wir da schön Citrus reinschmeißen. So, was jetzt mit euch? Go on, get out of here. You haven't much time. Das stimmt. Und du so? Noch ein Motivationsspruch zum Abschied? Don't worry about the cleaning. I'll do it myself. Okay, ja geil. Jetzt bin ich natürlich hypermäßig motiviert. Der hier kommt irgendwie aus einer Schallplatte nicht mehr raus. Okay, ich will jetzt eine Sache noch mal kurz abchecken, bevor wir aufbrechen. Und zwar, ich will gucken, vielleicht, ich meine, der ist jetzt Teil unseres Teams, der wird hier nicht stehen, aber vielleicht gibt es da trotzdem die Möglichkeit mit... Ah, siehste. Yeah, I am so sleepy. Jawohl, und da sind wir im Menü drin, ja geil. Aber er macht nichts, aus welchem Grund? Achso, weil ich einfach nochmal bestätigen muss, ich Depp. So, weil die Punkte würde ich ja auf jeden Fall gerne einlösen. Wir fangen einfach mal oben an bei Cecile. Sie könnte noch Swing, Repel und Holy Dash. Warte mal, ich will nur kurz bei Tess einmal gucken, was bei ihr so Phase ist. Absolutely Average. Ist das jetzt ein Downgrade gegenüber Average oder ein Upgrade? It could be much worse. Oh, das sagt mir alles nichts. It won't be easy. Das ist also alles nicht so ihr Steckenpferd. Das heißt, ich bleibe jetzt, glaube ich, erstmal bei den Sachen, die sie hier schon hat. Ist ja auch attraktiv genug. Ich habe ja auch gar nicht so die Auswahlmöglichkeiten, sehe ich gerade. Shield Protect. Ah, Damage hätte ich gerne nochmal geboostet, aber ich glaube, ich gehe jetzt ja einmal auf Armor Protect. Muss ich vielleicht auch weniger heilen. Keine Ahnung, ob das jetzt den großen Unterschied macht. So, bei ihm kann ich jetzt hier nur Repel auswählen, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil er keine oder kaum normale Defensive hat. Warte, ich will auch hier nochmal kurz gucken. Swing, won't be easy. Absolutely average, won't be easy, won't be easy, won't be easy. Okay. Nee, dann werde ich bei ihm. Wir hatten schon mal einen Charakter, ich glaube aus der Godot-Truppe, wo ich mich darauf so ein bisschen eingeschossen habe. Das machen wir jetzt hier auch. Irgendwie würde ich die restlichen 100 gerne in die Lightning Magic stecken, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was die überhaupt bewirkt. Aber das werden wir dann im Kampf sehen. So, Juan, Bujutsu Teacher, Access Training Centers, Aids Party Direct Attacks, Left Waking. Keine Ahnung, was das alles ist, aber er ist nur auf Ausweichen und Genauigkeit fokussiert. Da fehlen mir aber noch ein paar andere Elemente. Warte mal, ich guck mal auch hier nochmal bei ihm. So, competent. Ah, da geht's doch schon mal los. Absolutely average could be much worse. Competent haben wir hier, glaube ich, noch nie gelesen. Das ist eigentlich voll gut. Nee, dann habe ich, glaube ich, eine Idee. Obwohl, schwierig. Präferiere ich jetzt bei ihm Damage oder präferiere ich bei ihm die Defensive? Also Swing wollte ich auf jeden Fall nehmen.
Weil kompetent schon mal, finde ich, ein gutes Statement ist. Aber das zweite... Ich glaube, ich gehe auf Damage. Weil er hat Repel schon drin. Ich glaube, das ist auch so ein Geschwindigkeitstypi, der seinen Fokus eher auf dem oder im Ausweichen haben wird. Und ja, das ist eigentlich der Grund. Damit ist die Begründung auch schon abgefrühstückt. So, und bei Thomas, da können wir jetzt nicht so viel machen, außer hier gegebenenfalls gucken. Aber solange ich die Punkte jetzt noch nicht habe, brauche ich auch nicht groß zu gucken, was für ihn geeignet wäre. Aber das vergesse ich nach 30 Sekunden sowieso schon wieder. Von daher ist es vermutlich besser, jetzt einfach loszulaufen. So, ich werde vorher auf jeden Fall nochmal speichern gehen. Und dann können wir jetzt nämlich bestens vorbereitet, behaupte ich zumindest, einfach mal aufbrechen, uns heute noch so ein bisschen in den nächsten Ort reinschnuppern und gucken, was uns da so erwartet. Boah, ey, es reizt mich so sehr, den Blacksmith jetzt auch nochmal zu besuchen, aber ich sammle erstmal ein bisschen Geld, damit sich das lohnt. Ich werde heute auch gar nicht so weit vorpreschen, denke ich, weil... ich vielleicht offscreen, nachdem wir den ein oder anderen Gegner gesehen haben. Ach, jetzt muss ich auch nochmal komplett durch die Yaza Plains durch. Okay, dann wird sich, wenn ich offscreen irgendwas machen sollte, das wahrscheinlich alles hierauf beschränken. Wobei ich habe auch, ich wollte eigentlich den nächsten Part auch noch aufnehmen. Das wird zeitlich alles ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich das abwägen. Ey, wie der da einfach auf dem Boden pennt. Der startet einfach im Schlaf in den Kampf. Ist das sein Ernst? Okay, er bleibt auf jeden Fall seiner Linie treu. Das muss man ihm zugutehalten. Oh Mann, ey. Okay, so, warte mal. Ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen arrangieren. Also, Cecile kennen wir schon. Wir wissen, was Cecile kann. Aber sie hat jetzt Piccolo an ihrer Seite. Und mit Piccolo können wir auch das hier machen. Das bedeutet... Er kann Target and Foes in Front attackieren. Ey, in Front klingt immer so, als würdest du so eine horizontale Linie fahren. Ich finde es schade, dass die so vertikal geradeaus halt nur geht. 250 Damage to Target. Hier braucht er zwei Turns. Er braucht für beide zwei Turns. Okay, ich glaube, wir müssen seinen Magic-Wert irgendwie noch ein bisschen leveln. Oder der muss generell Level-Ups bekommen. Damage mal 2 to 1 foe. Lose balance. Ach so, das verbraucht aber keine Einheiten. Das kann ich also in jedem Kampf einsetzen, oder wie? Dann mache ich das doch einmal. So, ich gucke auch immer so ein bisschen auf die Combo-Attacks. Okay, in der Konstellation kann ich keine Rune einsetzen. Vielleicht, wenn Juan aufsteht. Kein Plan. Aber der steht auch, sobald die erste Runde startet. Wie viel Schaden hat er gerade gefressen? Das habe ich nicht gesehen. Das ging mir zu schnell wieder weg. Boah, jetzt kommt der Master auf Schamanismus oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber der wird auf einmal ganz groß. Ich glaube, wir sehen hier eine Vision dessen, wie er sich sieht oder wo er gerne stünde. Und dann nur 18 Damage. Ja, Glückwunsch. Das ist ja dann irgendwie auch mal gar nichts. Oh. Juan hat aber mit seinem Schlag... Guck mal, deswegen liebe ich Autoangriff. Wie viel Schaden die einfach machen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich irgendwelche Experimente wage, kommt deutlich weniger bei rum. Boah, voll gut, Leute. Voll gut, dass wir hier so viele Skillpunkte und alles bekommen. Ich muss sagen, mich motiviert das gerade... Oh, neue Gegner. Furfly, also... Obwohl, die kommen ja auch ein bisschen bekannt vor. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich hoffe, die können keine krassen Zauber. Ich habe jetzt nämlich meine Leute nicht geheilt. Ich habe gerade echt Bock, wieder ein bisschen Geld und Erfahrung zu farmen. Ich würde das eigentlich am liebsten, so wie ich das bei der letzten Session auch gemacht habe, in Saxon Forest machen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier mit der Truppe dort neue Gegner antreffe. Ah, aber ich werde das hier in der Folge heute, weil wir jetzt bald auch wieder die Stunde erreicht haben. Ich werde das heute in der Folge auch nicht schaffen, das mit euch gemeinsam rauszufinden. Ich glaube, ich werde da offscreen mal reinschnuppern und für mich den besten Kampfort versuchen rauszusuchen und euch dann zu Partbeginn beim nächsten Mal
abholen. Warte mal, der gute Thomas, der bräuchte schon wieder ein bisschen Heilung. Die haben jetzt hier leider in den letzten Kämpfen uns nichts an, an Heilungsgedöns dagelassen. Ich hoffe, die Gegner kommen hier aber noch, die das damals taten. Ich glaube, das war auch hier irgendwo so auf dieser Ebene. Ich schneide den Kampf mal raus. Also so cool dieser Mallet-Angriff auch ist von diesem Piccolo, wo der dann so groß wird und auf dem Gegner rumtrampelt und so. Ey, aber die Animation, die dauert extrem übermäßig lange. Das ist so ein bisschen, also wenn du so einen kleinen Kampf hast, jetzt nicht unbedingt motivierend. Vor allen Dingen, weil das Ding auch sehr, sehr wenig Damage nur austeilt. Also im Verhältnis zu der Wartezeit, die du da hast, ist das nicht so ganz gesund, finde ich. Eieieiei, der Thomas, der ist halb tot. Ich habe gerade ein Riesenglück gehabt, dass der mich hier nicht abgenippelt ist und die Erfahrungspunkte noch bekommen hat. Ich muss unbedingt meine Leute hier ein bisschen verstärken. Da führt kein Weg dran vorbei. Nur ich habe bei meiner letzten Level-Session, das weiß ich noch, immer so viel Medicine nachgedroppt bekommen, dass ich das eben auch gut nutzen konnte, um das dann zu verkaufen, um mein Geld schneller zu mehren und alles und überhaupt. Ich baue jetzt halt auch 6 in Forest. Aber die Skillpunkte, das sieht schon ganz gut aus. Könnte aber auch ein bisschen schneller gehen. Thomas ist gleich tot. Bitte kein Kampf, bitte kein Kampf, bitte kein Kampf. Sehr gut. Ich wollte jetzt einmal nochmal mit euch den Rückweg hier irgendwie schaffen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie ich so vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten meine Leute wieder hochheilen soll, weil umsonst kannst du hier nicht übernachten. Oh, ich muss das mal offscreen alles für mich abwägen. Ich werde da schon eine gute Strategie finden. Merkt euch auf jeden Fall, ich werde das zu Beginn der nächsten Folge vielleicht auch mal erwähnen, was für ein Level die Leute jetzt haben und auch was für ein Skillpunktestand. Wobei den Skillpunktestand braucht ihr euch nicht zu merken, weil ich im Laufe der Zeit schon ein bisschen investieren werde, um das zu beschleunigen mit dem Gefarme. Aber ich werde euch wieder einen Abriss geben, wer wie in welcher Größenordnung aufgestiegen ist, so wie das damals auch der Fall gewesen ist. Aber stellt euch darauf ein, dass ich das nicht so übertreiben werde wie letztes Mal, weil ich nicht weiß, ob die Rahmenbedingungen das zulassen, hier verhältnismäßig schnell an Kohle und Skillpunkte ranzukommen. Aber wir werden auf jeden Fall gut gestärkt in die nächste Folge reinstarten. Das ist mein Ziel und ich denke, das werde ich auch erreichen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.